Hi Leute, ich bin's wieder, euer Jack Hayes. Ich mache jetzt den zweiten Teil meiner Collection Updates mit den Zahlen. Der erste, wie ihr auch so schön seht, ist schon mal eine 18er. Erster Tag Freisetzung, dritter Tag Infektion, achter Tag Epidemie, 15. Tag Evakuierung und 20. Tag Verwüstung. Und der 28. Tag später. Ja, 28 Days Later ist die Erstauflage mit dem Schuber. Die DVD ist hier mit einem anderen Cover. Ein super Film, muss ich schon sagen, der eigentlich erst spannend wird ab der Mitte des Infos, weil ab der Mitte des Films, Entschuldigung, weil er doch erstmal recht langsam ist, weil man nur diesen Typen zeigt, wie er in London da rumläuft. Dann hier hinten ist dann noch das, was zuerst hinten war. Die Inhaltssache, der Schocker des Jahres, sagt Bild. Hier dann die kleinen Specials mit alternativem Ende, zwei Kinotrailern und ein paar andere Sachen. Und wie man hier sieht, wie gesagt, ab 18. Ja. Das ist dann hier der Schuber. Das ist wie gesagt die Erstauflage, wie man auch so ein bisschen erkennen kann, schon durch diese schöne Sache, ist, dass es hier so eine kleine Prägung ist. Und so sieht dann die DVD aus. An der Seite hier Chapter und ja, also schöne Aufmachung, muss man ehrlich sagen, zu einem guten Zombie-Film. Also den kann ich echt gut empfehlen. Film von Danny Boyle, der ja schon einigen bestimmt bekannt ist, eben durch diesen Film. Und genauso gut finde ich nämlich, opala, 28 Weeks Later. Den finde ich sogar um ein Stückchen besser, würde ich sagen. Da der mehr Action beinhaltet. Und noch so eine Sache, Entschuldigung. Noch mehr Action beinhaltet als der erste Teil. Und die Zombies wirken noch aggressiver und die Menschen noch hilfloser. Also auch der Film hier ein super Zombie-Film. Auch der hier wieder eine FSK oder keine Jugendfreigabe damals noch. Ja, der hat hier auch ein bisschen Bonusmaterial. Unter anderem Making of, die Action, die im Film sind. Und noch so ein paar andere. Der Film ist echt super. Gefällt mir, wie gesagt, besser als der erste. Weil er eben mehr Action beinhaltet. Und ja, kann ihn wirklich nur empfehlen. Kann beide Filme auf jeden Fall sehr gut empfehlen. Beide machen sehr viel Spaß. Ja, und dann soll ja noch ein dritter Teil angeblich noch kommen. Ja, dann kommen wir zu 30 Days of Night. Auch der hier wieder so eine kleine Prägung. Ist auch wieder in einem Schuber. Richtig nett richtig nette Aufmachung, weil hier ist dann ein Motiv, auf der anderen Seite das nächste Motiv. Und dann kann man es so aufmachen. Dann sieht man hier so ein kleines Heftchen, was ein Comic beinhaltet. Mit richtig schönen Zeichnungen. Ja, und dann eben hier den Chapter. Und dann sieht man hier dann, wie gesagt, die beiden CDs. Ihr seht auch hier wieder Kinokarte. Habe ich im Jahre 2007 gesehen. Und ja, also einfach super Film mit seinem super Cast. Kann ich auch nur empfehlen. Und es ist natürlich auch wieder super geworden, weil es eben der Macher von Spider-Man, der Fluch und Tanz der Teufel, der macht es nämlich Sam Raimi. Und der versteht den Werk auf jeden Fall. Also super Film. Hat auch nette Extras. Auch wieder hier Making of. Und ja, Trailer. Und der Film hat ja auch damals noch keine Jugendfreigabe bekommen. Also ein absolutes, glaube ich, Muss in jeder Horrorsammlung. Und super Film. So. Wenn wir schon von einem Josh Hartnett-Film kommen wir zum nächsten. Das ist kein Sex für 40 Tage und 40 Nächte. Auch eine sehr nette Komödie mit Josh Hartnett.
Nicht die beste Komödie, aber immerhin doch sehr, sehr amüsant. Was vor allen Dingen auch durch Josh Hartnett und den anderen Schauspielern auch gezeichnet wird. Der Film ist ab 12, läuft 91 Minuten und hat jetzt nicht so viel Zusatzmaterial, wie ihr seht. Trailer zum Beispiel und Kommentare, also nicht sehr viel. Aber sonst, wie gesagt, ist der Film doch recht amüsant. Hat auch ein kleines Inlay hier, so eine kleine Art Türstopper. Du bist blond, willig und küsst Französisch, dann bleib weg. Stand davor, habe ich weggemacht einfach. Natürlich auf der anderen Seite, natürlich war es auch für die Frauen. Ja, aber ich bin Mann und deswegen auch mit blond und Französisch. Jetzt kommen wir zu einem sehr netten Actionfilm mit Liam Neeson, 96 Hours. Das ist die DVD- und Blu-ray-Pack. 2 in einem Duo-Pack. Habe ich damals bei Lidl gekauft für 10 Euro. Und ich muss sagen, der Film ist wirklich absolut spannend, super besetzt mit Liam Neeson und auch die anderen Schauspieler natürlich. Also den Film muss man sich auf jeden Fall mal an. Kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Und weil er echt spannend erzählt wird und auch eine nette Story hat auf jeden Fall. Ist ab 16. Das habe ich durch diesen Sticker hier übergeklebt. Ja, und hat auch ein bisschen Specials. Making of, die Filmpremiere in Frankreich. Und ja, also Liam Neeson hier wirklich in einer sehr perfekten Rolle, muss man sagen. So. Jetzt kommt ein Film, den ich zweimal habe auf DVD und Blu-ray. Einmal 300 Blu-ray 16er Fassung. Es gibt ja auch nur die 16er Fassung. Super Film, super Gerard Butler, super perfekter Mix aus Sin City und Troja. Wirklich kann ich dem hier zustimmen. Der Stil ist einfach unglaublich geil. Hat auch wirklich coole Specials. Nicht verwendete Szenen. 300 Fakt oder Vision, also Dokumentation auch so rüber. Der Film ist wirklich super. Als er damals rauskam, haben alle über den Film ja geredet. Ich war einer der, mit der nicht damit reden konnte, weil ich diesen Film zuerst nicht gesehen habe. Erst später, Jahre später, und dann habe ich ihn gesehen und konnte dann auch mitreden. Und ich muss sagen, absoluter geiler Männerfilm, finde ich. Auch was für die Frauen, klar. Und ja. Und dann, wie gesagt, nochmal auf DVD mit einem anderen Cover. Ja, ich wollte es einfach doppelt behalten, weil der Film doch einfach ziemlich cool und stylisch gemacht worden ist. Ja, wie ihr seht, jetzt sind es nicht mehr viel, also drei. Aber ich wette, das passt auch. Der erste ist ein Film von Herschel Gordon-Lewis, 2000 Maniacs, mit einem kleinen Bonusfilm, Mesa of Lost Woman, der mich eigentlich recht wenig interessiert, aber egal. Der Film ist echt blutig und auf jeden Fall cool gemacht mit diesen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eigenhändigen Special Effects und eigenhändigen, mit diesem blutigen Szenen. Also wirklich super geworden. Herschel Gordon-Lewis wird ja nicht umsonst der Godfather of Gore genannt. Ja, also absolut genialer Film, der wirklich sehr grausam ist. Ist natürlich rein auf Englisch. Keine deutsche Tonspur, nur Untertitel. Ja, und hat auch Extras wie zum Beispiel Outtakes, Audiokommentaren und noch Trailer zu anderen Herschel Gordon-Lewis-Filmen. Also absolut cooler Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Und dann, wenn wir schon beim Original waren, dann war natürlich auch das Remake 2001 Maniacs, welches auch sehr cool geworden ist. Einfacher natürlich mit Robert Freddy Krueger England. Das ist die Fassung, die auch mit dem Schuber wieder. Oh, ah. Und dann jetzt auf. Das DVD-Cover hat auch ein anderes wieder, wo nur der Kopf von Robert England drauf ist. Und
dann hinten dann alles informative ab 18 eben, oder besser gesagt, hier keine Jugendfreigabe. Dann Making of, Audiokommentatoren, alternative Sequenzen. Und ja, also der Film ist wirklich absolut splatterig. Im coolen Stile, muss ich ehrlich sagen. Im coolen Stile splatterig. Und muss sagen, wirklich, dass Robert Englund wirklich eine perfekte Besetzung ist, irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Er bringt diesen, ich sag jetzt mal, Redneck so fanatisch rüber. Fand ich sowas von genial. Und ich muss sagen, das ist doch wirklich ein sehr gutes Remake geworden, noch zum Original. Ja, und dann sagt hier dieser Schuber. Also absolute genialer Remake. Schöne Aufmachung vor allen Dingen auch mit dem Schuber. Kann ich wirklich nur empfehlen für Fans des subtilen Splatter-Horrors. Ja. Und dann kommt der letzte Film auf Blu-ray. Das ist 2012 ab 12. Ja, in dem Film geht es darum, dass die Erde untergeht im Jahre 2012. Ja, die Effekte sind wirklich klasse, kommen klasse rüber auf der Blu-ray hier. Und dadurch wirkt der noch bedrohlicher auf Blu-ray, da die Effekte wirklich super sind. Viele sind ja nicht so der Roland Emmerich-Fans. So mochten ja auch noch nicht mal so irgendwie Independence Day. Mochte man ja Godzilla allen voran natürlich auch. Also da kenne ich einige Leute, aber ich mag ihn. Er macht gute Sachen. Und gerade 2012 oder The Day After Tomorrow wirken doch sehr zukunftsrichtend. Und ja. Ja, Specials gibt es hier en masse, Kommentare, alternative Szenen, entfallene Szenen, Dokumentationen. Also wirklich super. Der Cast ist auch super besetzt worden. Also ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Andere würden das nicht. Wie ihr seht, auch wieder hier aus der V-World und auch im Kino gesehen im Jahre 2009. Also hätten wir 3 Jahre Zeit, um zu überleben. Ja, das war dann jetzt sozusagen der zweite Teil meiner Zahlen-Collection. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht fleißig Kommentare. Und wir werden uns dann bald wiedersehen zu dem A-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.